Auch bei Videorekordern vermelden die Hersteller Erfolge. Sony spricht gar voller Optimismus vom VHS-Killer. Und das ist er, der SL2000, der erste portable Betamax-Rekorder von Sony, ein Leichtgewicht von unter 4 Kilogramm, etwas kleiner als DIN A4-Format. Er hat ein neues Ladesystem mit einer etwas kleineren Kopftrommel, vier flache Antriebsmotoren und, wie William Baker, der amerikanische Sony-Sprecher, erklärt, eine drahtlose Fernbedienung für alle Funktionen. Der ganze Rekorder ist nur unwesentlich breiter als eine Betamax-Kassette. VHS-Rekorder müssen naturgemäß immer etwas größer sein. Was der Winzling bietet, kann sich sehen lassen. Aufnahme, Spielen, Zurückspulen, schneller Vorlauf, Stop, doppelter Rücklauf und etwas völlig Neues, Videola genannt. Man kann vorwärts und rückwärts und Zeitlupe vorwärts und rückwärts spielen. Das konnte bisher keine andere Maschine, gleich welchen Systems. Der Tuner TT2000 bietet Voranwahl von vier verschiedenen Programmen innerhalb von 2 Wochen. Die Batterie hat 1 Stunde Kapazität und für längere Aufnahmen im Freien gibt es den 4-Batterien-Pack für 4 Stunden Laufzeit. Damit ist auch der neue Trend eingeleitet. Videoanlagen im Komponentensystem, ähnlich wie einst bei Stereoanlagen. Bei der Video 2000-Gruppe wird man sich etwas einfallen lassen müssen, um nicht abzuhängen. Denn auch die anderen Betamax-Anbieter, wie hier zum Beispiel Sanyo, setzen auf den gleichen Trend. Eine Besonderheit ist dieser Batterieindikator, der anzeigt, wie lange noch Saft da ist. Am Tuner können 5 Programme...